Und damit sage ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft. Mit dabei ist der liebe Barki. Hallo. So, letzte Folge war es der erste Tod für Barki. Die 40 Level sind dann auch futsch. Gut, aber da kann ich tatsächlich nichts für. Ja. Wenn diese Hawkins da quasi mich nicht was weiß. Quasi. Ich konnte nicht springen, weil ich auf Seelensand war. Okay. Würde das vielleicht Sinn machen, wenn man das Nether-Portal abbaut und woanders aufsetzt? Das macht keinen Sinn jetzt. Weil du wirst jetzt immer wieder dort spawnen, oder was? Ja. Kann man dagegen jetzt irgendwas tun, außer eine Messerschlacht sich dort zu liefern? Kann quasi das Spawn verhindern. Aber wenn du den Spawn dort gefunden hast, dann... Nein, den Spawn für die Dinge, für die Monster, die das spawnen. Indem da man über Stufen hin tut. Ah, okay. Auf halben Blöcken kann ich nichts spawnen. Ich glaube, so wie ich dich kenne, hast du das jetzt bestimmt auch vor, oder? Ganz. Ja? Ich habe eine Festung gefunden. Okay. Sogar eine, die wir brauchen. Ist sehr gut an. Hast deine Sachen alle wieder? Ja. Ja, sehr cool. Bei mir schreiten die Arbeiten ja auch gut voran, Bagi. Also, alle sind oder. Ich komme jetzt eh wieder zurück. Ich habe das, wofür ich gekommen bin. Ich muss mal kurz gucken. Sonne, da oben. Geht genau nicht dort, wo ich sie hin haben will. Natürlich doof jetzt. Das ruiniert gerade meinen Plan so ein bisschen. Aber okay, da werden wir noch eine andere Möglichkeit suchen müssen. Heißt also... Überleg gerade was. Hier ist ja was passiert eigentlich, Bagi, wenn der Eisengolem hier selber runterfällt? Weil ich irgendeinen Bock jetzt abgeblaut habe. Passiert da irgendwas? Nee, du darfst ihn noch nicht schlagen. Okay, also wenn der selber runterfällt, dann, weil er zu blöd ist, sage ich jetzt mal, ist es nicht meine Schuld. Ja. Okay. Bagi. Möchtest du? Kannst du mal bitte ganz kurz kommen? Ich war gerade bei dir. Ich habe eine Planänderung. Komm mal her. Wie sich das angehört hat. Möchtest du das hier nutzen? Bis ungefähr hierher? Hier? Für dein Zuckerrohr? Franz, ich glaube, du weißt nicht, wie das System aufgebaut wird. Weil
Das war nämlich klüger, wenn ich das in der Wand baue, als hier offen. Ja, das weiß ich. Weil, komm mal kurz mit. Du siehst doch das hier, ne? Wenn ich mich bis hierher ungefähr hinbaue, ne? Muss es dir kurz zeigen. Bin ich hier. Muss noch zwei Blöcke. Ja, super. Hey, was tradest du mit mir? Besser Farbstoff, rote Betesamen, letzter Tropfstein, Maiklöckchen oder Rul. Ist uninteressant. Du stinkst. Er sagt sogar ja. Hätte der jetzt eine Karotte gehabt, hätte ich jetzt wenigstens noch gesagt, ich verhandle mit dem. Koste es mich, was es mich wolle. Weil ich versuche nämlich, dadurch, dass wir jetzt nie an Glowstone rankommen, hier oben drüber ein Glasdach zu ziehen, weißt du? Dass das Zeug Ja, schneller wachsen kann. schlag mir das Vieh. Dann kriege ich es da ab. Da wäre ich doch mit Lava bespuckt. Das soll ich den Dorfbewohner hauen? Hä? Ich darf doch nicht den Händler hauen. Und das nicht. Der steht auch unter Schutz. Dass wir Sonnenlicht haben und du dann. Also du kannst ja auch die hintere Wand hier noch mit nutzen, wenn du das möchtest. Also die Wand hier mit. Dass ich mich dann hier eben nach vorne baue, weißt du? Wenn du meinen Plan so ein bisschen verstehen kannst. Gerade. Voll nervig. Das ist voll öde. Irgendwo eine Schaufel. Werkzeug. Steinschaufel. Super. Aber kein Lager mehr für Bruchstein. Das heißt, wir sind jetzt bruchsteinlos. Also die erste Truhe mit Bruchstein ist komplett voll. Damit. Naja, super. Ja. Ich muss mir echt Gedanken machen, wie ich das hier machen will. Also ganz ist es noch nicht das, was ich haben will. Das wird mich einige Monde kosten, dies hier zu bewerkstelligen. Aber naja, dann nehmen wir eben so, wie es eben nun mal so kommen wolle. Jeden Fall war ich wieder so nett zum Barki und habe ihm schon einen super Raum hier ausgehüllt. Das Zuckerrohr braucht ja auch Licht, oder? Ja. Ja, das ist die Frage nur wie jetzt, ne? So. Okay, liebe Freunde, wie es dann aber weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge hier zurück zu Let's Play Minecraft. Wir sagen vielen herzlichen Dank für euer Einschalten und für euer Vorbeikommen hier beim Let's Play Minecraft. Und morgen geht es dann frisch und munter weiter hier mit einer weiteren Folge vom Let's Play Minecraft. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüssikowski.